schauen, was uns hier erwartet. Was sind die Bonusaufgaben? Bonusaufgabe 1. Deine Arbeitswoche hat gerade begonnen und es wird Zeit für ein paar neue Herausforderungen. Versuche die drei Auflieger so schnell wie möglich in die markierten Felder einzuparken. Okay. I see. Das wird jetzt crazy. Das wird jetzt wirklich schwierig. Vor allem bei einem Fall ist einfach alles vorbei. Mal kurz einen Überblick verschaffen. Ja, wenn es wäre. Einen Überblick zu verschaffen, aber ist ja nicht. Okay, wait. Mit diesen Auflieger könnten wir nicht gleich da parken. Und das ist am einfachsten. Da wir so recht gerade reinkommen. Hoffentlich ist es einfach. Wahrscheinlich sieht es bloß so aus. Komm, rückwärts. Okay, da sieht man wieder gar nichts. Nee. Damit geben sie sich nicht zufrieden. Okay, one. Wow. So eine Scheiße. Hätte ja auch zu schön sein können, wenn ich das gleich im ersten Mal geschafft hätte. Ja, das ist das Problem, dass der Trailer halt springt. Wenn man ihn ankoppelt oder abkoppelt, da muss ich wohl ein bisschen ein Auge drauf werfen. Ja, die Kamera habe ich gesucht. Wow. Bringt mir viel, wenn ich nicht nach vorne sehen kann. Einfach fahren. Ich glaube, das war sehr knapp. Ja, das ist das Problem. Ich bin zu weit weg von der Markierung, wenn ich so den Winkel einschlage. Ja, auch mit dem LKW in die Markierung muss, damit das alles irgendwie etwas stimmen wird. Also das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Wieso? Was ist das jetzt? Also, das ist jetzt komisch. Ist ja gerade egal. Aber hat er jetzt wirklich diese Rohre hier berührt? Hat er gar nicht, also, hä? Wieso? Also, wenn es jetzt nochmal passiert, dann muss das ein Bug sein. Weil ich habe die Rohre nicht berührt, ich habe den Zaun nicht berührt. Ich habe nichts berührt. Der Auflieger ist ja so gesehen auf den LKW gefallen. Oder herangestoßen. So, von daher müsste das Problem sein. Und wenn das jetzt immer passiert,
bei dieser Aufgabe hier hat es gar keinen Sinn, die Aufgabe zu machen. Wieder Außenperspektive. Oder das wäre jetzt grün. Ich park jetzt, ich fahre noch ein bisschen nach vorne. In der Hoffnung, dass ich wirklich nichts berühren würde. So. Jetzt Vollbremsung. Und abkoppeln. Jetzt ist gut, wieso auch immer. Alter. Miese Sache. Die Kameraperspektive ist halt auch ein Traum. Die Außenperspektive ohne Trailer ist ein Traum. Jetzt irgendwie die zwei anderen hier. Irgendwo einparken. Ich sehe nichts mit den Spiegeln. Dann nehme ich jetzt mit diesem Auflieger den Parkplatz hier. Das wird lustig. Rechts habe ich genügend Platz. Das ist zu scharf. Außenperspektive oder Vogelperspektive. Die Vogelperspektive bringt hier halt schon am meisten. Sonst würde ich das nicht schaffen. Bloß über die Spiegel und die Außenperspektive zu machen. Rückwärts. Nicht zu schnell und ja, nicht an diese Rohre dran kommen. Auch nicht die Kiste dorthin berühren. Gut, das reicht. Parkbremse. Abkoppeln und Parkbremse. Ich fahre jetzt mal kurz so in der Vogelperspektive. Ohne Trailer ist zwar unnötig. Really? Was verlangt hier jetzt von mir? Ich soll den Trailer von dort hinten rückwärts ausparken. Rückwärts hier raus. Alter. Das werde ich nicht schaffen. Kann ich euch schon jetzt sagen. Ansonsten können wir uns auch einfach die Aufgaben anschauen. Wenn ich es wirklich nicht schaffe, lasse ich es halt sein. Ich glaube jetzt schon nicht, dass ich das schaffen werde hier. Ich hätte jetzt schon die Kisten gerammt.
Zum Glück hat das nicht gezählt. Wie willst du das schaffen? Alter. Was habt ihr für Vorstellungen? Ich muss den Trailer ganz nach links rüberbringen. Um es irgendwie schaffen zu können. Und dafür muss ich ja hier die Schlangenlinien fahren, die man so schön kennt aus dem Trucker-Alltag. Ja, so schaffe ich es bestimmt nicht. Obwohl, ich weiß ja doch. Knapp aus. Möglicherweise schaffe ich es doch. Aber ob das noch Silber wird, I don't know. Nee, da hat es eine zu große Lücke am linken Rand. An der... Oh, okay. Holy smokes. Was ich mich hier einlasse. Das ist ja schlimm und das sieht so knapp aus dort oben. Ich bin schon mal rum. Ja, doch könnte möglicherweise schaffbar sein. Junge, Junge, Junge. Gut ist ja. Und den jetzt noch hinfahren müssen. Also selbst das ist ja dann auch nochmal eine Herausforderung. Von daher muss ich jetzt auch wieder so machen, damit ich den mehr nach rechts bekomme, dort hinten. Zum angegebenen Spot, der ja zwischen diesen LKWs ist. Also Silber wird das nicht mehr. Jetzt. Ne. So, dann nicht die Kiste. Jetzt irgendwie dort hinten rein. Zwischen LKW und Kiste. Das hat schon zu stark wieder. Aber es sieht machbar aus, aber... Alter, was für ein Gekurbel. Das ist viel zu weit weg vom LKW rechts. Da habe ich sonst zu wenig Platz zum Ausschwenken. Ich kurbel hier wie ein Affe herum. Sieht gut aus. Junge. Boah. Ha. 10 Minuten für diese Aufgabe. Holy smokes. Shit. Es wird ja lustig.